Um den hinteren Kotflügel eines Mudfords zu rekonstruieren, ist es notwendig, eine Formschablone anzulegen. Diese Formschablone ermöglicht eine genaue Rekonstruktion des Blechteils. Der Kotflügel wird aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Klebebandstreifen werden nebeneinander geklebt. Wir verwenden zuerst ein Abklebeband von 3M für die untere Schicht. Über diese Schicht wird das 3M-Tartan-Filamentklebeband verwendet, da diese stark klebt und sehr stabil bleibt. Nach dem Abziehen wird die Klebefläche mit Babypuder bestäubt, damit es nicht mehr klebt. Auf der Formschablone finden sich noch Einzeichnungen und Passermarken. An der Rollenstreckmaschine wird die obere Rolle mit einem Gummiband überzogen. Dies bewirkt, dass das Blech nur in eine einzige Richtung gewölbt wird. Es entsteht ein abgerundeter Rand. Da diese Rundung nicht ausreicht, wird der Rand an einem Amboss weiter abgerundet. Das Treiben erfolgt mit einem Kunststoff- oder Holzhammer, damit das Blech nicht zu sehr gestreckt wird. Damit vermeidet man einen ungewünschten Verzug. An der Stauchmaschine wird der obere Rand noch etwas zusammengezogen. Damit wölbt sich der Rand noch etwas mehr. Um die finale Form zu erreichen, wird auf einem Sandsack das Blech in Form geklopft. Der Rand wird nun noch mit einem runden T-Amboss finalisiert. Mit einem Kletterhammer wird das Blech von außen nach innen geglättet. In der Mitte des Blechs befindet sich am Rand ein Schwung, der noch an der Streckmaschine so weit bearbeitet werden muss, bis er perfekt passt. Dadurch verzieht sich der Rand nochmals. Deshalb wird nochmals der Amboss angelegt und der Rand entsprechend geglättet.